Sie gehört zu Nürnberg wie die Burg und ist mindestens genauso bekannt. Ihr Duft zieht durch die Gassen der Altstadt rund um St. Sebald. Die Rede ist von der Nürnberger Bratwurst. Traditionell über Buchenholz gegrillt, ist das fränkische Original zu einer echten Spezialität gereift, die Touristen und Einheimische gleichermaßen in die Bratwurstküchen der Stadt zieht. Die Wurst darf eigentlich nur das Beste rein. Also wir haben eine Gesetzgebung, die vorschreibt, dass wir nur sehr gutes Fleisch verwenden, dass wir einen relativ niedrigen Gehalt an Fett haben, dass in die Bratwurst folgende Gewürze kommen müssen: Salz, Pfeffer und Majoran. Die Bratwurstherstellung in Nürnberg hat eine jahrhundertealte Tradition. Sie geht nachweislich auf das Jahr 1313 zurück. Damals wurde auf dem heutigen Sebalder Platz die Moritzkapelle errichtet. An diese Moritzkapelle hingehängt war ein kleines Wirtshaus, wobei man heute fast sagen können, ein Fastfood-Betrieb, in dem die Köche von St. Sebald ganz offenkundig Bratwürste angeboten haben. Ihre heute bekannte Form hat die Nürnberger Bratwurst wohl seit dem 15. Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammt auch das Grab der Köchin von St. Lorenz. Dass damals die leckeren Winzlinge hungrigen Gästen nach der Sperrstunde durchs Schlüsselloch verkauft wurden, ist eine von vielen Legenden. Wahrscheinlicher ist, dass die Nürnberger Metzger aufgrund der strengen Kontrollen bei Teuerungen lieber auf Qualität statt auf Quantität setzten. Das gilt damals wie heute. Die Nürnberger Bratwurst ist anerkanntermaßen die Bratwurst mit bei weitem dem höchsten Pfeffergrad, also am meisten gute Bestandteile des Fleisches unter allen Würsten, wahrscheinlich sogar dieser Welt. Die Nürnberger Bratwurst wird fast überall auf der Welt gern gegessen. Damit immer die gleiche Qualität auf den Grill kommt, hat der Nürnberger Stadtrat genau geregelt, was eine Bratwurst zur echten Nürnberger macht. Und noch mehr. Seit 2002 ist die Rezeptur europaweit geschützt und der Begriff Nürnberger Bratwurst eine geschützte geografische Angabe. Die Nürnberger Bratwurst besteht aus reinem Schweinefleisch. Sie ist 20 bis 25 Gramm schwer und zwischen 7 und 9 Zentimeter lang. Hängt davon ab, dass sie im engen Schafseitling abgedreht ist. Ob Sie jetzt in Hamburg eine Nürnberger Bratwurst essen oder in Köln, Sie können sich immer darauf verlassen, dass die nach diesem speziellen Rezept innerhalb des Stadtgebietes Nürnberg hergestellt wird. Die Original-Nürnberger Rostbratwurst erkennt man am roten Siegel mit der Silhouette der Burg. Obwohl sie längst auch jenseits der Stadtmauern verspeist wird, am besten schmeckt sie doch immer noch in einer der urigen Bratwurstküchen der Nürnberger Altstadt.